Aruba wollen wir heute tatsächlich kennen. Die kleinen Insel, die kleine, nee, die kleinen Inseln Aruba und Curacao. Etwa 27 Kilometer nördlich von Venezuela sind weltweit eine der größten Ölraffinerien der Alliierten. Wurde damals, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg, so wie ich das auf Wikipedia gelesen hatte, von den Holländern noch gehalten. Da die Nachfrage an Öl bei den Alliierten immer größer wird, ist die Unterbrechung, Eroberung der Ölvorkommen unvermeidlich. Das wird einen positiven Effekt auf den Kriegsverlauf haben. Zerstören Sie auf der Insel Europa mit dem Geschütz mindestens, drei Öltanks. Okay. Gibraltar, ja, können wir irgendwann mal machen. Und Bergen anschließen, ja, wir wissen, hier oben ist nicht viel los. Da sind zwei Missionen. Geleitzug, glaube ich, ad Antarktis und Wetterstation. Punkt, Punkt, Punkt. Aruba wird es heute sein. Gut, wenn es. Einmal speichern. Und dann geht das auch gleich los. Warte mal, ganz kurz. Jetzt könnten wir Dag Putzig hier nochmal verhaften. Wo ist er denn hier? Da. Da kommt Putzig schon wieder angewackelt. Na gut, dann lassen wir es. Sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Okay, Vanessa. Also erster Knotenpunkt, vor dem wir anfahren werden, war DS. 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 5. 5. Da wollen wir als erstes hin, Vanessa. Und los geht's. Ich bin guter Dinge heute, Männer, dass wir es schaffen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Genau, wir warten bis es Tag wird und dann werden wir ihn angreifen. Aber ich denke mal, der hat den Kurs doch gewechselt, oder? Na gut, wir werden jetzt mal hier auflungern. Ich gehe jetzt mal auf Seerohrtiefe. Den Schnorchel fahren wir noch mal aus. Und dann schauen wir noch mal. So, Frau da? Nee, immer noch nicht. Schön, ne? Wie man so sieht, wenn er nochmal die Kurve dreht hier. Die Wasserverdrängung. Das sieht gut aus. So, wir drehen da jetzt rein. Und Dr. Ernst Breden übernimmt die Akustik. Und dann werden wir auch gleich unter Wasser sein. Doch nicht mehr die 2,17,5. Der fährt doch ganz woanders hin. Kurs auf diese Koordinaten. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleit. Ach, guck mal, jetzt hat er den Kurs geändert. 207,1. 207,1. Da ungefähr. Dann werden wir mal den kleinen Rückwärtsgang reinnehmen. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Und dann schauen wir gleich mal. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall kein normaler Frachter. Es wird, wie gesagt, C3, Liberty Class oder ein Tanker sein.
So, ich denke mal, können wir auch gleich die Maschinen stoppen. Hauptruder stellen wir auf 0. Wetter ist gut. Ein bisschen diesig, da ein bisschen dunkel, aber ist klar. Schnorchel geht rein, blaues Licht. Aber ich denke mal, wir können. Hat schon wieder den Kurs gewechselt. 202,2, ne? Ja. Der will durch Gibraltar, schätze ich mal, und durch. 202,2. Mal ein Stück zurückfahren. Langsame Fahrt. Die Genauigkeit der Konvois ist noch nicht verbessert. Das stimmt. So, schauen wir mal, was wir da bekommen. Ja, kommt schon der Kurre. Ja, wisst ihr, haben wir gleich einen Tanker hier, ne? Das ist doch mal schönes. So kann der Tag doch anfangen, oder, Menes? So kann der Tag anfangen. Guck mal, der dreht schon wieder. Der hat schon wieder den Kurs verändert. Schauen wir mal, ne? Maschinenstopp, Papua auf 0. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wo will der junge Mann denn hier hin? 196 gehen wir mal ein. Der wird ja, denke ich, noch mehr einschwenken. Das haben wir schon mal. Dann lassen wir noch mal ein bisschen näher reinkommen. 21 war ja angesagt, aber. So, auf jeden Fall geht Fundy erstmal in die Tiefensteuerung. Er geht an die Ziellösung und dann schauen wir. Der müsste ja da hinten schon irgendwo sichtbar sein. Da ist er. Amerikaner. Muss ich ganz kurz mal gucken, wo ist denn jetzt hier meine Frau hier? Das muss doch mal irgendwie klappen mit dem. Ist sie schon hier in. Habe ich jetzt meine ganze Maske gelöscht hier? Warte mal. Ach, die ist noch bei der Arbeit, siehst du. Oh. Gute Frau. So. Wir sind dran, Menes. Wir sind dran. Darf ich bitte die Aale? Ja, wir können auch angeln. Da ist er. Ralf, mach die Aale heiß. So, dann wollen wir mal gucken hier, was wir hier haben. So, da haben wir einen Tanker. Das schauen wir doch mal. Amerikanische Schiffe. Und zivile Schiffe bitte. Da gehen wir auf die Tanker mal. Guck mal, da haben wir glaube ich auch schon den richtigen. Ein T2 aber, oder? Ein Mast, eine Mitte. Der kleine Spagat hier in der Mitte. Ich würde sagen, das ist ein T2, ja du, wa? Muss ich aber erstmal einrasten natürlich. So, jetzt erfassen wir den als T2er. Schönes Bild hier. Ist auch das einzigste tankertechnisch. Das ist schön. Also ich kann euch die Mod empfehlen. Ach, Namen habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Zettel. Müsst ihr gleich nochmal reinschauen für euch. Mit den historischen Bildern. Ich finde sie super. Man kann auch immer sortieren. Amerikanische Schiffe, Tanker. Die Amerikaner haben noch den T2er. Jawohl. Zum Beispiel militärisch können wir natürlich auch gucken jetzt hier. Tanker, Korvetten, was die Amerikaner alles haben. Amerikaner haben nur eine Korvettenart. Die Amerikaner haben, ich mache mal kurz Pause, nicht, dass er vorbeifährt. Die haben die Liberty und den C3 und den NA1. Und
Genau, Zerstörerklassen haben sie die Sims-Klasse oder Sims-Klasse. Flugzeugträger haben sie den hier nur. Schnellboote. Stand jetzt. Es wird ja, denke ich mal, noch ein bisschen mehr kommen. So, aber nun wollten wir hin. Den Tanker, den T2er. Tiefgang 7-1. Ich denke mal, wir werden mit Aufschlagzünder heute spielen. Ja. Und dann wird, denke ich mal, werden wir auch ein nur nehmen. Jo. Die fahren bis zu 30. Nicht schlecht, ne? Ach, wir haben ihn schon drin, den T2. Alles klar. Okay, dann wollen wir mal die Schnelligkeit messen. Ja, der ist schon ordentlich Dampf, ne? Sagt uns. Guck mal, der ist auch schon mal vorne. Wir nehmen gleich mal die Entfernung. Wenn er ungefähr hier ist, machen wir 1,6 Kilometer. Wir lassen ihn noch mal ein bisschen fahren. Können Sie 1,6 schon mal eingeben. Die Aale sind heiß, das ist gut. Sechs ist in Ordnung. Aufschlagzünder. Rohr 1 bewässern. Auf 4,50 Meter. Jo. Rohr 1 bewässert. Alle mal bereit? Jo, ne? Ich speichere nochmal ab. Wenn jetzt irgendwas schief geht. Und Feuer frei. Los! Ja, Erkennungsbuch ist eine neue Mod aus dem Workshop. Wie gesagt, ich finde sie ziemlich cool, weil sie ein bisschen historisch noch ein paar Bilder drin hat. Ich finde sowas immer toll. Ich stehe auf sowas. So, wer schreibt mir da schon wieder? So. Gut, wir achten mal, wo der Torpedo kommt. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ich denke mal, der kommt wunderbar rein. Hoffen wir, dass das kein Blindgänger ist. Und ich denke mal, haben wir schon die ersten guten Bruttoregistratoren heute gemacht. 30 Sekunden. Wenn Sie für den perfekten Schuss 90 Grad sind, lautet die Form Geschwindigkeit. Steht U-Boot, dafür bin ich zu doof. Du, dafür bin ich zu doof. Ich bin froh schon, dass ich das einigermaßen hinbekomme. 10 Sekunden bis Einschlag. So, da kommt der Torpedo gleich rein. Sehr schön. Den haben wir voll getroffen, mein Herz. Den haben wir schön getroffen. Der macht auch nichts mehr. Ja, Feuer breitet sich aus. Und sinkt er auch. Leider hat er nicht weiter durchgezündet. Das wäre natürlich so schöner gewesen. Aber wir wollen auch nicht zu gierig sein. Ne? Wir werden jetzt auf Zero-Tiefe gehen. Gleichzeitig den Schnorchel anmachen. Nochmal die Lenzpumpen aktivieren. Das restliche Wasser rauspumpen, was wir drin haben könnten. Und dann werden wir abgetaucht dort jetzt in die Nähe fahren, nachher in Batteriemodus umschalten und dann das Ziel bekämpfen, hoffentlich. So, mal ganz kurz, wo ist die Dame denn des Hauses hier? So, zack.
Nahgarde in der Straße. So, was da los ist. Okay. Wir gehen nochmal unter. Wir tauchen jetzt ab. Wollen wir da. Und dann schuppern wir hier mal rum. Snake. Geht man eher Akustik. Wir machen kleine Fahrt. Wobei langsam Fahrt reicht. Ich denke mal, so sind wir ganz gut aufgestellt, ne? Okay, zerstören Sie Öltanks am Land. Okay, das bekommen wir hin. Die sollten wir ja mit einem Geschütz zerstören. Wir werden natürlich erstmal schauen, was da im Hafen rumdümpelt. Dazu werden wir jetzt... da ist Insel, da ist Aruba, wollte ich gerade sagen. Den Schnorchel einfahren, auf blaues Licht umschalten, damit wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Sauerstoff verbrauchen. Wechseln auf E-Motor. Schönes Wetter, ne? Das sieht gut aus. Ich stecke nochmal einen Schluck aus der Pulle ein hier. Okay, so. Ach, schön. Schönes Wasser. Das sieht gut aus. So, jetzt wollen wir da mal hin. Ralf. Torpedos. Frisch machen, ja. So, da ist unser Ziel. Wollen wir mal luschen? Okay, alles klar. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, dass wir einigermaßen gerade vor dem Hafen stehen. Noch ist es hell, noch haben wir Sonnenschein. Da steht der erste Kutter. Maschinenstopp. Hauptruder auf 0. Bunny, Tiefensteuerung übernehmen. Oh, dann sind die Schlote. Das ist auch neu, ne? Ich meine nicht, warte mal, meine Frau hier, ne? Ich meine nicht, dass ich mich daran erinnern kann, das letzte Mal, wo wir da waren, das ist ja auch schon ein paar Tage her, dass sie Schlote geraucht haben. Da bin ich mir noch ein bisschen nicht so ganz sicher. So, wir schauen mal. Aber guck mal, süß, ne? Warte mal. Hier die kleinen Palmen. Die kleinen Palmchen, Palmchen. Ne, wie heißt das denn hier? Normale Bäume, gut, das ist ein bisschen fair am Platz. Aber das ist neu, glaube ich. Das ist neu. Aruba, das ist neu. Das letzte Mal sah es anders aus. Okay, wir schauen mal, was für Schiffe hier vor Hafen liegen. Wir haben hier ein Tanker. Ist aber kein T2er. Aber schön, auf jeden Fall ein schönes Ziel. Dann schauen wir mal weiter. Das ist kein Tanker, Mike, oder doch? Ah, schlecht zu sehen, ne? Da ist auch ein schöner Tanker. Oh Gott, das sind ja viele Tanker hier. Und irgendwo war noch eine Korvette oder ein Zerstörer. Auf jeden Fall nicht hier.
Den haben wir aber hier, zwei Stück. Ach hier, so ein kleiner Pitschel-Witschel-Dinger hier. Okay, alles klar. Die beiden. Und da ist auch noch ein Schnellboot. Okay, nehmen wir die beiden unter Beschuss erstmal. Zwei 93, 6, also mal 2 94. Und der hat hier 306. Okay, Geschwindigkeit beide 0. Komm schon. Reichweite. Drei acht. Oh, gerade. Ich denke mal, bei beiden können wir Aufschlagzünder nutzen. Das sollte auf jeden Fall gut funktionieren. Da ist der, müsste hier rechts irgendwo der erste Tanker sein, ne? Genau, hier haben soweit alles eingegeben. Ich speichere einfach mal kurz vorab. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Jo, Feuer frei. Los! Und wird auch gleich überschwenkt zu den anderen. Was haben wir da denn für einen überhaupt? Tanke, Englisch. Ups. Das ist noch ein Tanker, oder? Warte mal. Ach nee, Kanada haben wir hier drin. Mensch, da kann es natürlich nichts werden. Tanker, das ist doch eine D-Klasse, oder? Beide nach vorne, hier noch ein kleiner Mast. Ja. Würde ich einfach mal so ganz frech sagen. Wie funktioniert das jetzt nicht? So. Wie kann ich hier nicht einrasten hier, ne? So geht das nicht. Ach doch, haben wir ja alles hier. Dann machen wir es so. Der kriegt auch einen T3er. Und dann sollten wir eigentlich mit Glück beide zeitgleich treffen, bevor der andere überholt wird. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 40 Sekunden. Wir schauen uns das mal so an. Eigentlich sollen wir beide hier sehen. 30 Sekunden. Torpedos sehen wir leider nicht, weil das keine T1er jetzt sind. 20 Sekunden. Treffer.
andere. Hoffentlich fällt er nicht los. Wahrscheinlich keine Explosion, ne? Aber beide keine Explosion, ne? Schade, du. Mal eine Tanker, der ist auch halb im Wasser, aber der wird auch runtergehen hier, denke ich mal. Schade. Der wird ja gleich abkuddern hier. Wir werden kleine Fahrt machen. Weil der, denke ich mal, wird gleich nach links abbiegen. Den haben wir runter. Ich glaube, der kann gar nicht sinken, ne? Weil er hier auf Kiel liegt. Rohr 1 geladen. Das Schiff wurde auch schon evakuiert. Hängt aber noch nicht auf dem Boden hier. Okay. Rohr 4 geladen. Ach, der macht ja auch nichts, ne? Ich dachte eigentlich, der dampft jetzt ab irgendwie. Legen Sie den Kurs an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Feuerwehr gab es leider auch nicht, Leute. Tut mir leid. Nö, der hängt da einfach, alles klar. Okay. Da ist noch einer. Ich glaube, das ist der, der im Wasser liegt, ne? Hier vorne müsste noch einer sein. Hier. So, was haben wir denn da? Popo in der Höhe. Hier sieht man das an den langen Steg. Das ist eine Euklas. Tiefgang 12. Der muss ja eigentlich schon fast auf dem Boden liegen. Geschwindigkeit 0. Kurs müssen wir gleich nochmal reinluschern. Tatsächlich. Und die Entfernung betrifft hier 1,7 Kilometer. Winkel ist nicht optimal. Nehmen wir magnetischen Zünder. Hauptruhe machen wir auf 0 hier, damit wir uns nicht weiter drehen. Was hat man gesagt? 12 Meter. Das Schöne bei der Mod hier ist, man klickt einmal hier auf das Erkennungsbuch, hat das zuletzt gespeicherte immer drin. Finde ich persönlich sehr gut. So, Tiefgang 12, machen wir 12,5 und dann soll das passen. Magnetischer Torpedo, T1er. Rohr 1 bewässern. Ah, nicht diesen Lunddinger. Warte mal, es geht eh schief, ne? Rohr 1 bewässern. Ganz, irgendwie ganz so weit, wie es geht. Höchste Geschwindigkeit. Wir gehen auf magnetischen Zünder bei 12,50 Meter. Jo. Los! Dann schauen wir noch mal. So, ist die Dame immer noch nicht da. Das Haus ist hier. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass die Schnellboote jetzt losfahren und uns jagen irgendwie. Aber dem ist ja auch nicht so, ne? Dann schauen wir mal, ob wir jetzt ein Feuerwerk haben. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So, der Aal wird gleich ankommen.
Das letzte Mal, weiß ich noch, es sind die ganzen Schiffe losgefahren hier. So, da kommt der Aal da hinten, da sehen wir ihn. T1, der sieht man immer schön. 10 Sekunden bis Einschlag. Sehr schön. Aber wieder kein Feuer, ne? Wieder kein Feuerwerk. Da haben wir schon mal 3 Tanker und kein Feuerwerk. Aber gut, wir haben jetzt 3 Tanker tatsächlich versenkt. Das sind sehr gute Bodenregistertonnen. Wir müssen leider gleich auftauchen. Und dann werden wir, denke ich mal, Probleme bekommen mit den Schnellbooten gleich. Wir haben 1, 2, 3 Schnellboote. Ich werde mal schauen, ob es hier irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen gibt, dass irgendwelche Geschütze hier sind. Den werden wir auch mit der 8-8er noch eingeben hier. So, was ist das hier? Ist auch ein Schiff. Ich weiß auch gar nicht, was wir. Ich glaube, wir sollen diese Tanks hier versenken. Müssen wir gleich mal schauen. Aber ich wollte mal schauen, ob hier noch irgendwie eine Bewaffnung ist hier. Warte mal. Oder die hier. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist nichts, ne? Nee. Okay, so, jetzt muss ich mal schauen, ob wir in einer guten Position sind. Nee, das Schnellboot sehe ich nicht. Da müssen wir auch in Bewegung bleiben, weil sonst frühstücken uns die Schnellboote tatsächlich relativ zügig ab. Und wir müssen jetzt 3 Öltanks am Land. 3 Öltanks am Land. Ich denke mal, sind die hier einfach mal raufschießen, wa? Das machen wir auch. Wir tauchen auf. Ich speichere einmal ab für die Sicherheit. Und genau. Ich will aber ein bisschen Bewegung haben. Wir fahren ganz leicht nach vorne. Dass wir relativ vielleicht nochmal wegkommen. Wir müssen echt aufpassen auf die Torpedoboote. Aber der liegt ja auch auf dem Grund hier, ne? So, wir kommen langsam hoch. Morpheus besetzt das MG. Ich brauche noch mal einen Mann. Hier, komm, Ralf, gib ihm ein. Und wir gehen an die 8-8er. Gleichzeitig wird der Dieselkompressor aktiviert, normale Beleuchtung angeschaltet. So, die Jungs werden sich auch gleich bewegen da hinten. Ja, Ralf steht eigentlich ganz doof mit seiner. Pierre Morpher steht eigentlich ganz doof mit seiner. Mit seiner Bewaffnung. Wir setzen trotzdem auf Schiffsbeschuss, falls sie uns doch noch zu nahe kommen. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Schiffe. Vorne links. Ist das der hier? Ach ja, wir schießen mal auf die Tanks. Mal gucken, ob wir da richtig liegen. Zählt das? Einer ist explodiert. Ah, tatsächlich, das sind die. Oh, das ist ja relativ einfach. Ups. Upp, der war in Sand in die Dünen hier, wollte ich gerade sagen. Entkommen sie aus dem Gebiet. Okay. Wir wollten dem Schiff auch noch eingeben, wobei das sinkt jetzt, ne? Den haben wir eingegeben. Jetzt sinkt auch dieses Schiff. Die Schnellboote bewegen sich auch gar nicht. Wo sind die denn? In der Kneipe noch, oder? Aber ich denke mal, das reicht jetzt auch, ne? Warte mal. Hey, immer noch nicht. Ah, ja, das Ding ist auch zäh da vorne. Warte mal.
Jetzt geht das Schiff nicht unter. Es liegt bestimmt schon auf Grund. Warte mal, da müssen wir mal schauen. Nee, ein bisschen Platz hat er, glaube ich, noch, ne? Ja, ein bisschen Platz hat er noch. Ich möchte aber auch ungern näher ranfahren. Der ging ins Wasser. Geh doch mal kaputt, mein Freund. Ah, jetzt hängt es. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Okay. Wir sollen jetzt entkommen. Wir warten, bis das Schiff versunken ist. Machen jetzt mal kleine Fahrt rückwärts. Und versuchen dann zu entkommen. Das ist ja auch der Auftrag. So, der Tanker sinkt auch. Die anderen beiden Tanker sind auch versunken. Die Schnellboote machen komischerweise nichts. Sollten uns jetzt auch egal sein. Rohr 1 geladen. Ist das versunken jetzt? Ja, genau, jetzt haben wir es. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben jetzt tatsächlich drei Tanker versenkt und kein Schiff hat gebrannt. Gut, wir entfernen uns jetzt dem Einsatzgebiet. Gehen wieder. Können wir hier runter? Ja, auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Und entfernen uns dann. Jo, das können wir auch machen. Das können wir so machen. So, die Dame ist schon wieder da. Na, der Gardeländer Straße, was ist denn da? Warte mal. Medica. Okay, wir dampfen ab, NS. Wir haben es geschafft. War wenig Spektakel. Ich hätte eigentlich ein bisschen auf Feuerwerk noch gehofft, dadurch, dass wir drei Tanker noch besiegt haben. So. Snake meldet eine neue Gruppe, greift uns an. Da hinten kommen auch Schiffe. So, die haben natürlich Wind davon bekommen, dass wir die Jungs angegriffen haben. Wir entfernen uns hier. Was für eine Tiefe haben wir hier? Okay, wir haben knapp zu 60 Meter. Jetzt kommen jetzt zwei Zerstörer auf uns zu. Und eine Korvette. Das lassen die Jungs sich natürlich nicht gefallen. Ne? Das verstehe ich natürlich auch von ganz. Wie tief haben wir es hier? Okay, wenn wir gut sind, werden wir jetzt hier längs zischen. Noch sind die Jungs ein paar Meter von uns entfernt. Knapp 8,8 Kilometer. Wir entfernen uns dann einfach mal relativ nah am Ufer. Da hinten sind die beiden Zerstörer und die Korvette ist da hinten. Sehen wir auch, ich habe ein bisschen schnell gemacht, Entschuldigung. Die anderen Schiffe, die hier hinten schon aufgetaucht sind, nee, die sehen wir uns nicht. Die sehen wir noch nicht. Wir gehen auf kleine Fahrt und reduzieren den Lärm. Kreiselkompass wird ausgeschaltet. Blaues Licht. Da sind die Jungs. Mit Glück fahren die an uns vorbei. Und wir werden keinen Kontakt mit ihnen haben. Das sieht gut aus. Wir gehen wieder ein bisschen ins tiefere Gewässer rein. Das sieht gut aus, Mendes, ne? Das sieht wirklich gut aus. Das sieht gut aus.
Guck mal, die kommen jetzt an und sagen, Mensch, Leute, was ist hier los? Der ganze Hafen ist brennt und drei Tanker versenkt. Schnellboote haben überhaupt nicht darauf reagiert, auf das, was passiert ist. Wobei, mit denen hätten wir das auch noch aufgenommen, mit der 8-8er, mit den MG. Genau, die suchen jetzt lustig, können sie auch machen. Ich denke mal nicht, dass sie uns noch finden werden. Ich weiß nicht, was der jetzt hier vorhat. Zeit für eine Pause. Ja, der halbe Liter Hackerspor ist schon weg. Aber Morpheus, also ihr habt wirklich schönes Spiel da unten. Mein Glückwunsch. Finde ich wirklich gut. Das gefällt mir. So, wir sagen der Karibik da mal kurz Nächle. Dann kommen sie aus dem Gebiet. Ich glaube, das haben wir auch gleich geschafft. Dann werden wir, denke ich mal, direkt zur nächsten Milchkuh Richtung Atlantik fahren. Und dann nochmal schauen, ob wir noch den einen oder anderen Konvoi aufbringen werden und dann den fachgerecht entsorgen, wollte ich gerade sagen. Wo müssen wir hinkommen? Ich sag einfach mal DP8. Da ist ja auch unsere Milchkuh, ne? Ja. Oh, da kommt noch einer. Der hat uns jetzt noch gerochen. Der luschert noch ein bisschen. Wie weit ist er entfernt? Hat er uns überhaupt schon gerochen hier? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber er dreht ab. Er dreht ab. Er wollte hier noch ein bisschen Patrouille fahren, gucken, ob er das U-Boot sichtet. Hat er natürlich nicht. Wir haben es natürlich elegant schnell rausbewegt dort. Morpho, ich sag mal, kennst du das Spiel Expeditions Rom? Hast du das mal angeschaut? So, raus ist er. Raus sind wir hier. Wir machen langsame Fahrt. Wir entfernen uns hier. Dann schauen wir mal. Jetzt ist er da vorne. Deshalb fahren wir jetzt noch mal halbe Fahrt voraus, damit wir sie auch noch bekommen, die Jungs. Eine Chance hier haben. Hier haben wir einen Argentinier schon wieder. Wollen die mich versetzen? Pass auf, das ist gleich nur einer. Eben haben wir auch noch einen Tanker gehabt. Argentinier. Na, ist da noch einer dabei oder sind das nur die beiden hier? Was ist das für ein kleiner Pitschel da? Der lohnt sich auch gar nicht. Der hier, ne? Oh, der Amerikaner. Ja gut, da tauchen wir auf. Den verpulen wir natürlich ein mit der 8-8er. Da können wir natürlich überhaupt keinen Spaß. Volle Fahrt. Äußerste Kraft. Auftauchen. Kompressor an. Normale Beleuchtung. Ziel ist der kleine Pott da hinten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, wir speichern einmal zwischen. Damit wir nicht gleich wieder alles wiederholen müssen, sollte das Spiel sich wieder aufhängen hier. Kompressor ist an, alles klar. Den kleinen nehmen wir hier mit, den lassen wir ziehen, der ist neutral. So, Morpheus ist am Posten schon. Genau. Ja, ist noch weit weg. Lassen wir noch ein bisschen näher rankommen. Interessant ist, ihn stört das scheinbar gar nicht. Der fährt ja normal weiter. Und der bricht natürlich komplett aus. Der weiß natürlich, was passiert. Den ist es egal. Scheinbar. Nee, wobei, der bewegt sich jetzt auch. Der hat auch ein bisschen Panik hier. Kurs
So, das war die erste Treppe. Ich glaube, wir brauchen noch zwei, drei, ne? Dann war es das auch. Jo, das war schon. Da geht die Hülle schon weg. Und den schnappen wir uns auch gleich nochmal. Jo, das war's. Wir treten auch hier gleich bei. Legen Sie den Kurs an. Dann gehen wir gleich mal an Bord und dann fragen wir mal, was da hier mit den Amerikanern macht hier zusammen. Vielleicht ist er doch ein Spion. Wobei ich hatte tatsächlich bis jetzt ein Schiff erst, was tatsächlich Ware geschmuggelt hat, in Anführungsstrichen, unter falscher Flagge etc. Und das war wirklich erst mit südlichen Routen. Die Mission bzw. die Kampagne vorher hatte ich erst tatsächlich nicht. Gut, die Frederic H. Bantier, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, sinkt. So. Ja, mit Mann und Maus. Morphos gibt nochmal den Rest hier. Sehr gut. So, wir drehen hier bei und schnappen uns die Kameraden hier. Legen Sie den Kurs an. Halbe Fahrt. Wir sind zu schnell. So. Maschinenstopp-Interaktion. Sollte gleich passen. Ich speichere noch einmal ab. Und dann gehen wir an Bord auch hier. Da sind die Jungs. Gut. Wir senden ein Briesenkommando. Und mit an Bord, das ist dann Spanisch, vielleicht mit Portugiesisch, beglückt, ne? Habe ich sonst noch einen, der Fremdsprachen kann? Ne, der hat Navigator, den können wir, der hat auch Navigator, ne? Und der hat beides sogar, Französisch, da haben wir, glaube ich, mehr Glück. Der kann noch mal suchen. Der ist ein Pionier, der kann noch mal das Schiff hochjagen. Ja, wir nehmen nochmal Ralf mit. Gut, Ralf nimmt den Karabiner mit. Schwer bewaffnet, 7 Mann dabei. Alles klar, gehen wir mal an Bord. Modini, okay, was spricht der? Er fragt auf Deutsch. Oh, boah, das ist doch nett. Wir fragen mal nach den Frachtpapieren. Hervorgeht, auf welche Fracht sein Schiff geladen, genau, für welchen Zielhafen. Darauf war er vorbereitet. Okay, alles klar. Er sagt, er hat Werkzeug dran. Wir üben jetzt ein bisschen Druck auf. Und wir haben jetzt die beiden Möglichkeiten. Wir nehmen tatsächlich erstmal den Navigator. Der Kapitän ist natürlich verwundert. Er holt ohne ein Zeichen des Zögers eine Karte und zeigt uns tatsächlich den Kurs. Er scheint auch recht zu haben. Wir machen hier nochmal ein bisschen Druck über den Händler-Skill. Ganz normal für einen Frachter ist. Der Kapitän hebt die Augenbrauen und bestreitet, dass etwas nicht stimmt. So, wir suchen trotzdem nochmal den Frachter um, ob er uns auch nicht angelogen hat. Wir beschleunigen hier für alles. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Durchführung ist durchschnittlich vom Tempo her. Aber das kriegen wir auch hin, ne? Ach ja, übrigens, ich habe auch eine Kapitänsmütze geboten, aber ich habe leider nicht gewonnen. Es war eine Kapitänsmütze, eine relativ alte schon, also eine Originalmütze, aber ohne Abzeichen letztendlich. Habe sie aber nicht bekommen, leider. So,
Genau, wir schauen mal rein. Ja, er hat gesagt, der transportiert Werkzeug, ne? Das ist ein Gummireifen. Er hat uns angelogen. Wir treffen trotzdem den Kapitän. So, schmökern nochmal ein mit ihm. Und dann kämen wir auf dem Schiff zurück, haben dann aber auch alles soweit richtig gemacht und werden uns dann wieder entfernen und dann Richtung da oben hin schippern. Genau, mit halber Fahrt. So, Kameramann Pring geht wieder an den Posten. Snake legt sich mal kurz. Wir können ein bisschen Karten spielen, wir Jungs hier. Genau. So, der geht. Beobachtungsposten hier oben. Geht eh nach. Wer ist das denn hier? Dark Putzi. Das ist ein ganz komischer Mensch. Der steht immer da. Der Dark Putzi. Naja, gut, lassen wir ihn nachstehen. Werden wir den Konvoi bekämpfen? Genau. Auf Seerohrtiefe. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Was kommt da denn? Das wird ein Frachter sein. Schneller, schneller! Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Galoy. Wir werden halbe Fahrt machen, damit wir den nochmal auch erreichen. Schnorchel fährt jetzt rein. Blaues Licht für mehr Sauerstoff. Kilometer entfernt. Das sollten wir gleich sehen. Ja. Na, mal gucken, was das ist. Da ist er. Englisches Schiff. Ja gut, da können wir auch auftauchen. Den nehmen wir so mit. Wie weit sind die Jungs noch entfernt von uns? Ich glaube 40, 50, na, noch mehr 100 Kilometer, ne? 200. Na, 100. 80. Auftauchen, den nehmen wir mit. Morpheus, AMG. Kapitän. Dann ist er geradeaus. Ich gehe an die 88er. Ja, die kleinen Schiffe bringen halt nichts, ne? Das ist das, ne? Die kleinen Schiffe bringen nichts. Aber ich denke mal, da oben der Konvoi wird das eine oder andere von uns noch mitbringen. Kurs setzen. Der wird gleich ausbrechen, weil er merkt natürlich, oh Gott, jetzt kommt der böse Deutsche. Genau. Legen Sie den Kurs an. So. Die brauchen meistens nur zwei, drei Schüsse, dann sind die auch weg. Ja. Na, einen könnte noch. Was hat? Okay, wir müssen schon gleich beidrehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann fangen wir gleich den Konvoi ab. Ich denke mal, das wird aber 12 Uhr haben wir. Da müssen wir ordentlich mit Vollspeed entgegenfahren, damit wir nicht wieder in die Nacht reinkommen. Rohr 3, bewässern. Rohr 3, bewässert. Na, bewegt er sich noch? Ja. Los! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir beide zeitgleich erwischen. Rohr 2 geladen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel.
kriegt jetzt noch den T5er rauf. Ja, habe ich ihn nicht noch hier? Ja. Rohr 1, bewässern. Nee, kriegt er nicht. Wir fahren kleine Fahrt in den Konvoi da diesmal rein. So, Maschinenstopp. Und dann schnappen wir uns den jetzt hier. Ja, der fährt ja 13, hat mir gesagt. Entfernung 3,9 Kilometer. Okay, so. Ne, wir nehmen einfach einen normalen T1er mit Aufschlagzündung. Aber nicht diese Fettdinger hier so. Bei 3,9 Kilometer müsste doch eigentlich der mit 64 km/h ankommen. Okay, wir gehen auf 4,5 Kilometer, wollte ich gerade sagen, 4,5 Meter. Mit einem Aufschlagzünder, das sollte passen. Jo. Los! Klassischer. Hör auf, Mann! Hör auf, mich jetzt mit Dufti zu vergleichen. Das ist. Wann passiert mir das schon mal? Wann passiert. Aber sag das Dufti-Bus, sehe ich da, aber Dufti. Rohr 3 geladen. 30 Sekunden. So, oh mein Gott. Oh, ja. So, wo ist er denn? Müsste gleich hier irgendwo reinkommen. Da kommt er. Ja, das sieht gut aus. Der andere Treffer war besser, ne? Der andere Treffer war deutlich besser. Alles gut, da bin ich tief entspannt. Ich ärgere mich ja selber ein bisschen. Schneller, schneller! Da werden wir nochmal einen T5er hier nach vorne rausjagen. Maschinenstopp. Den wollen wir jetzt mit haben. Oh, Nachricht von Moderator. Was ist denn hier? Ademaru, Time out. Was ist mit Ademaru los? Der hat bestimmt irgendwas gemacht. Guck mal, jetzt geht er dahin, der Torpedo. Das ist auch lustig, ne? Schneller, schneller! Da sollte er jetzt überhaupt nicht hingehen. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Rettet mal Ademaru eine. Der hat einen Time out bekommen. Ah, dafür haben wir schön Wassertropfen hier. Das sieht gut aus. Gut, der wird gleich ausgeschaltet. So denke ich mir mal. Ich stelle mich heute auch Linksperre. Na, nur helf ihn doch mal. Das Ademaru kenne ich. Der ist nett, der ist lieb. Wo ist der hin, der Torpedo? Ah, der ist gleich da. Alles klar. Moin Ademaru, was hast du denn da gemacht da, Mensch? War ein Clip-Link, ja, du hast einen Clip verklippt, ne? Wieso geht das denn nicht? Also den von Twitch, ja, wieso? Genau, warum geht das nicht? Oh, jetzt haben wir getroffen. Entschuldigung, wollte gerade nachschauen. Oh, guck mal. Da haben wir bessere Explosionen als beim Tanker heute. Wo wir in Aruba waren. Okay, das ist komplett verbrannt hier, ne? Habt ihr es gesehen? Das sah cool aus. Kannst du den sichtbar machen, den Clip? Kurs setzen. Aber den Bot, das macht alles Jan. Da habe ich keine Achse dran. Wenn hier irgendwas falsch läuft, dann ist Jan schuld. So, wir versuchen uns da noch ein bisschen ranzurobben. Den will ich haben. Wir sind zu langsam. Honey. An die E-Motoren. Ah, grüße, klopp. Da will ich jetzt mal sehen, was du da wieder hast. Da für Dinge. Da bin ich rechtzeitig zurück.
Hör auf, Ralf, ich habe mich selber versenkt. Ich bin ein T5er. Ich will den haben, nur. Das ist ja unglücklich alles hier. Dark Putzi, der kann sich heute mal lustig machen. Hier wollte ich ja nützlich machen. Ja, das ist auch eine Fahrt heute wieder hier, du. Das ist heute eine Fahrt. Na, der Zerstörer fährt hinten zum Blubbel hin. Das ist gut. Das ist gut. Fahrt mal schön zum Bubbel hin. Aber ich bin schlecht vom Winkel her. Guck mal, jetzt fahren sie wieder normal. Der hat den Braten schon gebrochen. Dark Putzi wird noch einen rausschmeißen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Warum fahren die Jungs denn so schnell? Genau, da hatten wir noch den Torpedoversager. Danke dafür. Wir können jetzt natürlich noch mal... Aber ich glaube, das bringt jetzt hier nichts, ne? Das Einzige, was wir noch mal machen können, ist jetzt tatsächlich hinten noch mal den T5er rausdrücken. Das werden wir auch machen. Gehen selber dort auf Null, nicht, dass wir den wieder bekommen, und nehmen noch einen mit und dann gehen wir aus dem Konvoi raus und dann suchen wir uns einen anderen Konvoi. Das ist nochmal eine Idee von mir jetzt, was wir machen könnten. Gehen wir da jetzt auch mal runter. Kleine Fahrt. Ja, das war doof. Das war doof. Also, da hinten wäre es mir egal gewesen, dann hätte ich mich irgendwann hier zwischengesetzt, dann hätten sie nicht auf ihn geschossen, aber dass da von rechts noch einer kam. Gut, ich hätte vielleicht wieder abtauchen können, aber... Morpheus, vielen lieben Dank, dass du heute hier gewesen bist. Danke für deinen Support, deine Unterstützung. Ich gelobe Besserung für den nächsten Stream. Ich schwöre. Und schau dir nochmal Expedition Rom an. Gut, der brennt runter. Das wird heute nicht viel Bruttoregisterton werden. Gut, die vier Tanker reißen uns wieder raus, ne? Die vier Tanker reißen uns heute raus. Das Feuer wird jetzt leider gelöscht hier. Das gefällt mir gar nicht. Ja, da bleibt so. Dann setzen wir uns hier die Nadel hin. Hm. Und wir gehen so tief, wie es geht. Und verharren dann dort unten in der Tiefe. Er wird dann... Er geht in die Tiefe steuern, er kann nichts machen. So, absolute Ruhe. Wir gehen komplett runter. Schieb ihn erstmal weg hier. Ja, den lassen wir jetzt noch kurz nochmal drehen. So, den müssen wir mal abwarten, wo der noch hinfährt. Da ist noch ein deutsches U-Boot. Ach, jetzt kommt das deutsche U-Boot hier vorbei. Interessant. Schaut mal einen an. Pass auf, der versenkt den jetzt hier. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bleibt der stehen. Was hat er denn vor? Ne, jetzt hört er weiter, ne? Was macht der da? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Alarm! Auf Gefechtsstation! Wir tauchen auf. Und versenken das Schiff. 20 Meter. Und versenken das gleich mit der 8-8er. Na? Okay, Kreiselkompass an. Lenzpump machen wir immer mal mit an. Wieder rotes Licht für die Nacht. Und
den Kompressor. Genau. Nee, machen wir jetzt vernünftig und dann... Obwohl, wir können hier an Bord noch gehen. Wir sind ein bisschen weit weg. Wir werden uns nochmal ein bisschen nähern der Sache. Dann schauen wir uns das nochmal an. Zu weit weg. Feuer an Deck. Hüllenbruch, sie sinken. What? Der hat jetzt. Der hat jetzt tatsächlich das andere deutsche U-Boot. Da siehst du, der hat Torpedos rausgejagt hier. Hat das Schiff jetzt versenkt. Das ist auch lustig. Und wir wollten gerade noch an Bord rangehen. Überleg mal. Überlegt jetzt mal, wir wären jetzt an Bord rangegangen mit der Delegation. Das wäre jetzt mal tatsächlich interessant gewesen. Und das deutsche U-Boot, also von NPC gesteuert, vom Computer, hätte das Schiff versenkt. Was wäre mit uns passiert? Wären wir tot gewesen? Das wäre interessant gewesen, echt. Das wäre wirklich mal interessant gewesen. Okay, wir fahren jetzt hier oben Richtung. Wir haben jetzt noch, mal gucken, was Ralf hier erzählt. Und ein T5 wir hinten. Hat er gerade Moin gesagt? Herr Kaloy, Kapitän. Und ganz viele vorne. Alles klar. Die haben wir noch rein. Wir fahren jetzt hier ins Einsatzgebiet. Wir senden nochmal die Telegramme. Und dann volle Granate, Renate jetzt hier, würde ich sagen. Eine Pause. Ei, ei, Herr Kaloy. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ein kleines Stück können wir noch. Maschinenstopp. Schnorchel rein. Ein rotes, na, blaues Licht. Hauptruder auf Null. Legen Sie den Kurs. Ja. Und dann lass dann die mal kommen, den Kollegen hier. Dann müsst ihr gleich in der Flanke reinkommen. Bestimmt voll so ein dummes Gesicht gezogen im Video, ne? In den Clip. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Da kommt er rein, wir fahren rückwärts. Bestätigt. Ich schätze mal, ah gut, 14 fuhr der, ne? 14 könnte C3er Liberty sein, ne? Wenn Tanker, aber die Tanker fahren meistens schneller. Stopp. Schneller, schneller! Ein Tanker, englischer Tanker. D-Class. Könnte sein, oder Oil. Schauen wir mal. Lassen wir sie mal reinkommen. .254 Geschwindigkeit messen wir gleich nochmal manuell rein. Der kriegt nochmal zwei Käffchen. Dann hoffen wir mal ein schönes Feuerwerk, ne? Das wäre noch was Schönes jetzt. So. Dann luschen wir mal. Da ist er.
So, da haben wir ihn. So, schauen wir mal. Englisches. Ja, ist ein englisches Schiff. Gehen wir mal auf Tanker. Hinten geht der Popo hoch. Da hat er einen Steg. Das ist eine Eu-Klasse. Wir können auch mal die anderen vergleichen. Der hat das nicht. Die War-Klasse hat das auch nicht. Und die Wave-Klasse gibt es hier noch nicht. Okay. Da ist er. Geschwindigkeit. Da habe ich mir heute einen abgeknippt dort. Das ist ja, oh Gott. Ach ja, übrigens, Leute, ich beabsichtige mal, werde ich aber nicht diesen Monat machen, nächsten Monat mal versuchen, wie das ist, auf YouTube zu streamen. Ich muss das mich aber nochmal rechtlich absichern, ob ich das überhaupt darf. Das will ich nochmal versuchen einmal. Weil das der eine oder andere schon mal gefragt hatte. Okay, die Entfernung. Dass ihr das schon mal gehört habt. 3,4. Ne, wir lassen ihn noch mal ein Stück weiterfahren. Machen wir 2,4, ist ein guter Mittelwert. Und dann. Was ist ein Tiefgang? 12. Wir machen mit Aufschlagzünder, ne? Jo. Ralf? Was ist hier passiert? Wo ist Ralf? Was macht der Mann denn? Schläft er schon wieder die ganze Zeit? Der bringt den ganzen Plan durcheinander hier. Ist der Tanker schon fast wieder vorbei? Ale. Ja, aber dass ich das selber machen muss. Also, ich dachte, du machst das dann alleine. Ich wusste nicht, dass du einer bist, dem man alles sagen muss hier. 2,3 machen wir. Aber ist nicht schlimm. Oh, Morpheus ist am Kochen. Das gefällt mir wieder. Das ist ja wie so eine große Familie hier. Soll ich schon mal die Aale? Aale. Okay, Menes. Aufschlagzünder. Auf 6,50 Meter soll ich nicht relativ gut. Ach, das ist diese blöden Dinger hier. Oh nein, ich hasse sie, ne? Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich kann mit diesen Lutt und Pfand, oder wie das heißt, Torpedos nicht um. Wer Bock hat, kann es gerne nutzen. Wir nehmen erhöhte Geschwindigkeit. Feuer. Los! 12 Meter Tiefgang. Ich habe auf 6,5 gemacht. Ich habe heute so Pech mit dem Magnetischen gehabt. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Auch Kartenspiel. Ja, ist in Ordnung, Ralf. Wie du willst. Jeder darf wieder machen, was er will. So, warte mal. Wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Da ist er. Kein Feuer, ne? Auf, der sinkt auch nicht mal. Aber wir haben ihn auf jeden Fall. Wir tauchen auf. Halbe Fahrt zum Ziel. Das Schiff wird auf jeden Fall schon evakuiert. Ob es sinkt, wissen wir nicht. Schauen wir mal. Morpheus kann nochmal mit G rangehen. Aber ich glaube, der sinkt, wa? Guck mal, den sehen wir schon gar nicht mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch sich über Wasser hält.
Aber doch, das macht er. Das macht er tatsächlich noch. Wir drehen mal zur Seite. Wir drehen ja links rum, dass wir da gleich das Ziel sehen. Ja, da hätte ich eigentlich auch gedacht, dass wir den mit einem Schuss komplett versenken. Aber dass er jetzt noch so über Wasser liegt, auch ein bisschen komisch, ne? Ich glaube, den kriegen wir gar nicht. Guck mal, doch. So, wo ist das Ziel? Da hinten? Gleich sind wir da. Kompressor haben wir an. Jo, das ist gut. Legen Sie den Kurs an. Na, so, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir ihn. Jetzt hängt er. Wunderbar. Dann haben wir es auch. Höhenbruch, Sie sinken. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Maschinenstopp. Output auf Null. So, dann muss es ja aber klappen heute hier. So, schauen wir nach links von uns. Sehen wir da schon was? Nein. Hier ist alles aus. Wie sieht es bei Ralf und seinen Torpedos aus? Jawohl. Ganz schlecht. Ja, der macht jetzt alle Torpedos heiß. Das ist sehr gut. Und dann schauen wir gleich mal, was da reinkommt. Genau, das ist ein feindlicher Zerstörer. Den haben wir gut entdeckt. So. Da können wir tatsächlich noch sonst noch ein Stück näher ran. Aber wir schauen mal, was hier noch reinkommt. Ja. Ja. Siehst du, das ist mich nicht so gut. Schwede, schon wieder ein Schwede. Sind ja nur neutrale Schiffe unterwegs. Und der ist so ein kleiner Putschel. Nein, echt jetzt? Leute, das kann es doch nicht sein. Wie sollen wir denn hier noch heute Tonnage machen? Kleine Fahrt zurück. Ja, müssen wir machen. Das könnte noch was für uns werden. Norweger. Gott. Habe ich Norwegen besetzt? Dann können wir sie angreifen. Den Tanker, den nehmen wir mit hier. Komm, der gehört jetzt uns. Den schnappen wir uns. Aber erstmal müssen wir hier raus aus der Reichweite. Stopp. Hier sind wir auf 0. Wunderbar. Wir haben 67,5. Das geben wir hier auch ein. Da kommt noch ein neues Schiff rein. Was haben wir hier? Aber wie gesagt, viele neutrale Schiffe dabei, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Der Konvoi ist 13 gefahren, ne? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, jetzt schauen wir erstmal. Oh, warte mal. Wir haben einen Fehler gemacht. Anne geht in die Tiefensteuerung. Nicht, dass wir hier rauswabern. Wo sind wir? Da. Alles klar. Jo. So können wir es lassen.
Zerstörer. Warte, ich speichere nochmal ab. Wie gesagt, wir haben heute ein bisschen Schwierigkeiten im Spiel. Das ist nur zweimal eingefriest. Deshalb, um nochmal sicher zu gehen. Das ist jetzt ein kleiner Kutter. Den wir mal haben. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwas etwas anderes, lukratives. Ne. Zerstörer. Da hinten kommt noch einer. Der Tanker ist tatsächlich das beste Ziel. Ich denke mal, es ist eine War-Klasse, oder? Warte mal. Nächsten. Das ist ein T2er. Das müsste ein T2er sein. Das Schöne ist jetzt, wir können jetzt hier auf Nation. Amerikaner. Wo sind die hier? Da. Gehen auf Tanker und die, tatsächlich haben die Amerikaner auch nur T2er als Tanker. Deshalb freue ich mich ja sehr. 7,1 Meter Tiefgang, also machen wir 57 mit magnetischen Torpedos. Ja, wenn wir den gleich noch schon rauspulen können, das wäre schon nicht schlecht, ne? Würde ich mal so behaupten. Ich werde aber zwei Torpedos raufdrücken. Ich habe heute so viel Pech mit Torpedos, dass sie unter durchgehen. Ein Blindgänger haben auch gehabt, dass sie irgendwie vorbeigingen. Alles irgendwie. Geballte Inkompetenz heute. Okay. Die Entfernung. Glaube ich aber nicht, dass es so viel ist. So, wir haben einen Tiefgang von 12. Ne? Was war das hier? Ne, 7. Also gehen wir auf 8. Ne, 57 Tiefgang. Der wird hier stören. Der hier. Der hat einen höheren Tiefgang. Der hat einen höheren Tiefgang. Ich versuche das mal. Kilometer. Und 7,50 Meter hat mir gesagt, ne? Rohr 1 bewässern. Rohr 3. 7,50 Meter. Wir fächern mal auf 35 Meter, na 34. Sollte passen. Werner, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und frohes Neues. Wir haben uns gar nicht bis jetzt gesehen. Ich habe gar nicht abgespeichert, ne? Ich mache das jetzt mal so. Ja, irgendwie spinnt das Spiel heute bei mir. Ich muss mehrfach speichern heute. Das stört mich selber. Ab und zu speichern ist ja mal in Ordnung. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke fürs Sieb. Leo, warte. Wir wollen den Tanker noch versenken. Schlaf aber gut. So, dann schauen wir uns nochmal den T2 an. Ja, schlaf gut, Leo. Danke, dass du hier gewesen bist. Bis bald. Und Entschuldigung, dass ich heute so ein bisschen konfus bin. Alles menschlich, ne? So, schauen wir mal. Das Filetstück heute. Nein, echt jetzt? Fehlschuss auch noch. Wir warten noch kurz. Ah, siehst du, sehr schön. Und der andere? Ah, siehst du. Leider keine Explosion. Also. Aber ich denke mal, den Tanker haben wir, ne? Den Tanker haben wir.
Ich muss mal langsam die ganzen Leute sortieren. Das werden ja immer mehr jetzt hier mittlerweile. Werner, du bist auch für einen jemand, der für U-Boot hier ist, ne? Sehe ich das richtig? Oder bist du vom anderen Spiel her rein? Ich spiele noch Skyrim und Wardhills und jetzt auch neuerdings Expeditions Rom habe ich auch noch drin im Programm. Okay, der Tanker geht runter. Hier ist auch ein kleiner Balken, der ist jetzt verschwunden. Sehr schön, den haben wir. Den haben wir. Das war der Schwede hier, ne? Warte mal, du lässt dich nicht anklicken hier. Nee, das war der Norweger. Das war der Norweger. Nur U-Boot, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Ja, wir kommen zu U-Boot. Das wäre tatsächlich noch ein brauchbares Ziel. Wenn man sich die ganz alten Modelle anguckt, meine ich, haben die hätten gar nicht diese Plattform. Und zum späteren Kriegsverlauf haben sie diese Plattform bekommen. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Wollen wir hier nochmal reinpreschen? Der T2er ist gleich weg. Da haben wir eigentlich das, was wir wollten, rausgepult. Wie viele Torpedos haben wir noch? Wir schauen mal. Herr Kaloy. Zu Befehl. Hier. Hätten noch ein T5er. Wir fahren mit kleiner Fahrt rein. Schneller, schneller. Und schauen, wie der uns angezeigt wird, ob er auch rot angezeigt wird. Weil der ist ja neutral hier, denn der Schwede. Wobei, der wird uns auch gut angezeigt. Also ich denke mal, ich finde auch immer so, wenn Schiffe, neutrale Schiffe in einem feindlichen Konvoi mitfahren, sind sie auch. Der geht nicht runter. Den müssen wir nachher nochmal versenken. Da setzen wir uns eine Nadel hin. Wobei, war Norwegen feindlich? Nein. Nein, ist ja besetzt von uns. Wobei, man muss sich schon wundern, warum fährt ein besetztes Schiff, also von einem besetzten Land, damit? Und ich glaube nicht, dass einer rumzicken würde, wenn wir das Schiff angreifen würden, oder? Rohr 1 geladen. Schneller, schneller! Maschinenstopp. So, wir lösen den hier. Geht das? Versuchen, den da vorne nochmal anzugreifen. Wie kann ich den jetzt hier gerade nicht lösen? Warum auch immer nicht, das geht. Geh nochmal rein hier. Ne, macht er nicht, ne? Lustig. Okay. Das Schiff, was hier vorne jetzt reinkommt. Ist schon vorbei, ne? Dann müsste es tatsächlich das, was direkt vor dem Tanker ist. Das Ding. Ich hätte gerade die Schiffe nicht. Ah, jetzt geht das, ne? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. So. Der gibt natürlich Gas, der Kollege. Ein Frachter, der steht vor dem letzten Mast. Das ist ein Empire Bell. Eben auf 7 Meter. 15 Meter Tiefgang. Ja, 8 Meter. Geschwindigkeit. Der wäre natürlich besser gewesen da hinten. Ich glaube, den kriegen wir von der Reichweite her nicht. Den Kurs bestimmen wir manuell nochmal. Wir nehmen hier den Mittelwert von 71. 72. Okay. Wir sind knapp. Den höchsten Punkt mit 2,4 Kilometer gehen wir mal ein.
Magnetisch. Was für einen Tiefgang hat er gehabt? Was hat mir gesagt? Das Schöne ist bei der Mod ist, er speichert immer das letzte Ziel, was man drin hatte. Genau, da ist der große Tanker, der noch nicht untergegangen ist. 8 Meter machen wir. 8 Meter. Ach, ich habe noch diesen LUT, der sich irgendwann eine neue Bahn sucht. Oh, muss natürlich auch nochmal anders umstellen. Magnetisch. Was habe ich gesagt? 8 Meter, ne? So, dann schauen wir mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und jetzt zieht er gleich wieder nach oben. Und dann wabert er wieder nach unten. Ah, nein, 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 nein. Er zieht zu weit nach oben. Das ist doof. Ich dachte, er zieht nicht zu weit nach oben. Er geht gleich wieder nach unten. Das könnte jetzt natürlich komplett. Ja, der geht vorbei. Ich dachte, der zieht nur so ein Stück hoch und dann geht er gleich wieder runter. Aber dass er so extremst nach oben fährt. Jetzt hat er sowieso seine Peilung drin. Das ist ja, wie gesagt, diese FAT-Torpedos, ich sag mal FAT und die LUT-Torpedos, die sich irgendwann ihren neuen Kurs suchen. Ich hasse sie. Fahr weiter, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Das hätte noch klappen können. Vielleicht dreht er sich noch einmal rein. Okay, dann lasse ich den Konvoi jetzt auch eigentlich in Ruhe. Warte, bis die abgerückt sind, dann versenken wir den Tanker. Also, wenn ihr eine Möglichkeit habt, euch die Torpedos auszusuchen. Also, wie gesagt, gibt bestimmt Leute, die kennen sich damit aus und die kommen auch gut mit denen klar. Ich habe sie aktuell hier nicht mehr drin, aber wenn ihr Torpedos habt mit diesen LUT oder FAT, die ihr auch erforschen könnt, also ich werde sie auch nie, in Zukunft nicht mehr erforschen, lasst es bitte. Also, ich tue mir keinen Gefallen. Kann sein, dass jemand damit gut umgehen kann. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Treffer damit gelandet im Konvoi selber. Ziel verpasst. Aber meistens ärgere ich mich damit. So, Maschinenstopp. Wir warten jetzt ab, bis der hier vorne weg ist. Was kommt da denn noch? Wird er weg? Da kommt auch noch was auf uns zu. Der muss natürlich erstmal weg sein, das Kriegsschiff. Wobei, wir warten mal ab, was jetzt hier reinkommt. Da kommen ja noch mehr Schiffe, ne? 21 kann auch ein Tanker sein. Wir machen kurz mal die Ventilatoren an. Ein bisschen Luft hier reinpulvern und warten mal ab, was für Schiffe hier reinkommt. Ich glaube, das könnte noch interessant werden. Das könnte noch ein Tanker oder Liberty-Klasse sein. Oder ein C3er. Ich muss mich Da warten wir noch mal kurz ab. Ja, es ist in Ordnung. So. Ist der Grünspan dran? Sieht so aus, ne? Das ist diese Rostmod, die ich drauf habe. Trink noch mal ein Käffchen und dann warten wir. Den Tanker haben wir ja. Was habe ich hier falsch gemacht? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wer ab und zu bei mir aufpasst, ist, ich habe das Hauptruder nicht auf Null gestellt. Dadurch drehen wir uns. Also auch für die Leute, die das nicht so oft spielen. Hauptruder, wenn ihr stehen bleibt, immer bitte auf Null machen. Ansonsten, wenn ihr die Zeitkompression weiterlaufen lasst, dreht ihr euch automatisch. Da bleiben wir jetzt. Dann machen wir die Maschine Stopp. Hier ist auf Null alles. Wunderbar. Und dann warten wir mal, wo die beiden jetzt hier reinrutschen. Und was das vor allen Dingen ist. Weil momentan sind so viele neutrale Schiffe wie hier auch wieder unterwegs. Den greife ich natürlich nicht an. Aber da bin ich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall ein Tanker, Liberty Class oder ein C3er sein, der hier.
mit seinen 21. Und den holen wir uns auch. Wenn das ein feindliches Schiff ist. Es ist ein Amerikaner. Es ist wieder ein T2er. Legen Sie den Kurs an. Legen Sie den Kurs an. Langsame Fahrt. Schneller, schneller. Dann kommt der. Der wird natürlich auch denken, oh Gott, was ist denn hier los? So, Ralf, was machen die Torpedos? Ja, der ist eben. Wir hätten auch einen T5 raufjagen können, aber wir machen das mit den anderen beiden. T5 habe ich gerne nochmal, wenn nochmal eine Korvette oder ein Zerstörer kommt. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kilometer. Null stellen. Okay, kurz mal den Kurs hier reinhämmern. 70,6. Machen wir 71. Unten da auf. Da ist er. Prüfen hier nochmal. Tanker können wir mal schauen. Da die Engländer tatsächlich nur diese drei Klassen haben an Tanker, wir hier aber eine amerikanische Flagge sehen. Gehen wir hier auf amerikanische. Ist übrigens ein Mod, ist nicht original hier. Ne? So, haben hier, gehen wir auf Tanker und die Amerikaner haben nur diese, was auch schwarz hinterlegt, ist hier nur die T2. Deshalb wissen wir, es ist ein T2er. Gut, erkennt man natürlich auch hier an den Steg, der so auseinander geht. Bestätigen das. Lesen nochmal die Geschwindigkeit ein. Der gibt natürlich Vollgas, ne? Was ich bei dem Modell nicht so schön finde, komme ich gleich mal darauf nochmal zurück. Wenn man sich die anderen Schiffe anguckt, die haben alle so eine Rostplacken etc., die sind wirklich sehr schön modelliert. Das fehlt bei denen tatsächlich. So, jetzt müssen wir hier den höchsten Mast. Das ist ungefähr hier. 3,5. Ich überprüfe das gerne immer hier nochmal mit. Entschuldigung, wir machen das ja mal so. Alles ein bisschen grob jetzt hier so. 2,9. Jo, da lassen wir das. Kilometer. Tiefgang war, glaube ich, 7,1 Meter, ne? Ja. Dann gehen wir auf 7,50 Meter, magnetisch. Zwei Torpedos. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. 7,50 Meter haben wir gesagt. Magnetisch und Streuung auf 34 Meter. Was passt bei dem großen Pott? Ich glaube, der hat eine Länge von 200 Meter oder sowas, ne? 152. Da habe ich die 200 irgendwas her. Okay. Okay, feuerfrei. Jo. Los! So, wir wechseln die Ansicht. Ja, das sieht gut aus. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. So, dann müssen wir gleich die Torpedos sehen hier. Ja, da kommt schon der erste. Und dann müsste gleich folgen. Wobei hier sieht man ein bisschen das bisschen rostige, aber so von der Entfernung nicht, ne?
So, da kommt der Fehlschuss. Nein. Sehr schön. Da kommt der nächste. Das war ein Fehlschuss. Das war tatsächlich ein Torpedoversage. Gut, dass wir zwei rausgeknallt haben. Wir müssen jetzt tatsächlich auftauchen. Damit wir denen den Rest geben können. Und der nicht abhaut. Der neue Effekt ist auch cool, ne? Wenn man aus dem Wasser kommt, diese Wassertropfen. So, da haben wir den einen, da ist der andere. Kompressor wird angemacht. Ventilatoren gehen natürlich aus. Wieso haben wir die aber angehabt die ganze Zeit? Morphos geht am MG. Dann schnappen wir uns den da hinten. So, der braucht noch einen dazu. Fährt er weiter? Ja, der sinkt jetzt. Jetzt haben wir ihn. Der kriegt trotzdem Beschuss feindliche Schiffe. So ein Treffer, ne? Oh, der war zu kurz. Der war zu kurz, oder? Hey, pass auf. Und den geben wir auch nochmal ein, damit er auch gleich sinkt hier. Höhenbruch, sie sinken. Sehr schön. Der auch. Achso, der sinkt. Okay, und der hier? Der sinkt auch jetzt. Ja. Sie gehen unter. Da haben wir sie beide weggemacht. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir alles, ne? Dann haben wir alles weggearbeitet. Wir haben zwar jetzt noch ein Torpedo. Wir können hier nochmal luscheln, was hier kommt. Das machen wir auch. Gehen da auch nochmal runter auf Zero-Tiefe. Das Spiel ist schon cool. Also ich habe jetzt das Spiel auf hoher Auflösung, nur wegen dem Stream, weil sonst durch das Stream OBS mit der Cam etc. brauche ich knapp 20% der Ressourcen von der Grafikkarte. Deshalb muss ich hier ein bisschen runterschrauben. Aber ich hoffe, dass es einigermaßen bei euch gut aussieht. So, jetzt wollen wir mal schauen. Genau, E-Motoren sind an. Dann schauen wir gleich mal. Hier kommt ja gleich noch ein Schiff. Ja, die fährt ja woanders hin. So, hier machen die Maschinen Stopp. Hopp, Ruder wieder auf Null. Schiffsschrauben, Schiffsschrauben, Herr Galoy. So müde. Sehr wohl, Herr Galoy. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich hier soll doch eigentlich noch einer kommen, oder? Da ist er. Ist klar. Warten wir mal ab, was da reinkommt. Das ist ein neutrales Schiff, ist aber ein feindliches Schiff. Ich sage auch wieder, das ist irgendwie ein neutrales Schiff. Jo, nee, doch nicht. Ein Engländer, jo, den schnappen wir uns. So, Ralf, dann machen wir den letzten Torpedo fertig, den wir hier haben. Sehr wohl, Herr Galoy. Ah, ist schon fertig, sehr gut. Perfekt. Dann schnappen wir uns die nochmal zum grünen Abschluss des Abends. So, da liegen noch die Trümmerteile rum und da ist das Schiff. Die wir natürlich auch schon ahnen, was auf sie jetzt zukommt. So, wir schauen mal. Das ist denn ein englisches Schiff. Ein Frachter. So, der hat hier keinen Steg. Auch hier hätten keinen Steg. Also ist es hier eine Explorer mit knapp 9 Meter Tiefgang. Also machen wir auch 9,50 Meter.
Obwohl, wir machen Aufschlagzünder. So, warte mal. Bestätigen. Geschwindigkeit messen wir ein. Ich denke mal, er wird auch 13 fahren. Ich bin irgendwie heute total müde, ne? Schon den ganzen Abend, also schon vorhin im Stream auch. Aber mach auch, glaube ich, das Wetter dort. Das ist auch echt einschläfernd. Drei Komma zwei. Wir überprüfen das gleich noch mal. Wobei, wir lassen ihn noch ein bisschen näher rankommen. Da können wir auch gleich schon den Torpedo losschicken mit Aufschlagzünder. 2,9 ungefähr. Und dann gehen wir auf 4,50 Meter Tiefe mit Aufschlagzünder. Jo. So, Muck wie dat. Feuer. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. 10 Sekunden. Der wird gleich hier vom Bord gespült hier, wenn der Torpedo einknallt hier. Wenn er trifft. Also treffen wird er, aber schauen wir mal. Fehlschuss. Echt jetzt? Ah, siehst du, wunderbar. Da haben wir nochmal schön Blattschuss zum Ende. Das war ein Volltreffer. Jedenfalls das heute noch. Also ich muss sagen, heute allgemein, das lief auch nicht so gut. Aruba lief soweit gut, aber auch so danach sehr viele Fehlschüsse von mir auch. Vielleicht war ich auch zu unkonzentriert teilweise. Ja, ich weiß auch nicht. Mit dem T5er selber versenkt, das muss ich mir nachher gleich nochmal anschauen im Chat, das Video. Was ihr da verlinkt habt, das ist, habe ich schon so gemacht, ne? Gut, meine Lieben, den haben wir auch versenkt. Wir werden jetzt die Feindfahrt ausführen zum Heimathafen. Ist ja auch schon sehr spät, ist vielleicht 12. Finde ich persönlich eine ganz gute Sache. Ich hätte mir noch gewünscht von den Entwicklern, ich hatte ihn ja auch schon geschrieben, per Mail mal, dass man da noch eine Beschreibung bekommt. Wirklich ausführen, wollt ihr wirklich zurückfahren, weil ich bin schon 2-3 Mal auch im Singleplayer-Spiel, da auch einmal im Livestream sogar gegengekommen, also raufgerutscht und ja, hab das damit ausgeführt. So, U-Boot-Kriegsabzeichen im Bronze. Dieses Abzeichen wird Besatzungsmitgliedern verliehen, die an 15 Kriegspatrouillen dran teilgenommen haben. Fanny, mein Glückwunsch. Ralf, auch mein Glückwunsch. Snake, mein Glückwunsch. Siehst du. Morpho ist auch mein Glückwunsch. Und das Ritterkreuz, da nähert er sich. Und wir, ja, mit kleinen Schritten Richtung Ritterkreuz mit goldenen Eichenlaub, Schwertern und Diamanten. Und natürlich auch das Abzeichen kriegen wir. Sehr schön. So, wir waren heute in Aruba. Die kleine Insel Aruba und Curacao. Curacao, habe ich es richtig ausgesprochen? Etwa 27 Kilometer, genau. Das haben wir dann erfolgreich auch absolviert. Dann hatten wir hier die Port Royal versenkt, ein in den USA registriertes Schiff, was Öl befördert hat. Dann haben wir da auch einen Tanker versenkt. Da noch ein und noch ein. Dann hatten wir hier so einen kleinen, ach wie heißen diese ganz kleinen, A4N, schieß mich tot. Hier genauso. Da haben wir ein Schiff mit Werkzeug versenkt. Öltanker. Noch ein Öltanker. Noch ein Öltanker. Und das Schiff, was wir eben zum Schuss versenkt haben. Curacao. Curacao. Gab es nicht irgendwas, was zum Trinken, was so hieß? Was rot? Ne, das blau ist, ne? Stimmt, danke, Werner. Okay, wir haben heute 99.000
Bodenresettoren versenkt, wie auch immer ich das geschafft habe. Ich muss sagen, ich habe heute kleine Schwächephasen gehabt im Stream. War nicht optimal, aber nichtsdestotrotz konnte ich dann trotzdem, wo ich mich einmal selbst versenkt habe mit dem T5er, ist mir so auch noch nicht passiert, ganz ehrlich, dass ich mich mit dem T5er selber versenkt habe. Aber im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, wir als U-Boot machen tatsächlich mehr Lärm bei langsamer Fahrt als eine Korvette mit halber Fahrt. Und die war noch ein bisschen weiter weg von uns. Ja, selber Schuld gehabt. War mal ganz lustig. Okay, ganz viele Tanker heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tanker heute versenkt. Ist in Ordnung. Die Greta wird sich nicht freuen. Alle Einsatzziele haben wir erfolgreich bekämpft. Ich würde sagen, eine gute Feindfahrt, ne? Mit knapp 100.000 Bruttoregistertonnen.